Das sind Walliser Nachrichten vom 6. Mai 2008 mit den Schlagzeilen hier. CVB-Grossrat steht unter Kokainkonsumverdacht. Brie Gleis und Naters kämpfen gegen das Langental. Und die kleinste Armee der Welt hat 33 Schweizer Gardisten bekommen. Der Unterwalliser CVB-Grossrat Xavier Bagnu steht unter Kokainverdacht und ist von seiner Partie suspendiert gekommen. Laut einer SDA-Mitteilung hat man der Parteileitung von der CVP Unterwallis ein Video zugespielt, wo der Grossrat im Rollospiel als Drogokonsument zeigen tut. Der Ausschluss von der Partie soll so lange dauern, bis der Fall geklärt ist. Der Beschuldigte bezeichnet sich als Opfer. Im Duell Schweiz bewegt vier und die Gemeinden Brie Gleis und Naters gegen die Gemeinde Langenthal, wie die Vertreter von verschiedenen Gemeinden heute vor den Medien gesagt haben. Messen tut man sich im Duell mit der Anzahl Minuten von der Bewegung in drei verschiedenen Parcours. Das definitive Resultat des Duells ist aber erst am Freitag bekannt. Ein Akzent auf die Vergangenheit von Fischbesetzung will der Verein Ischers Fischbietz in Form von 20 verschiedenen Schaufensterbildern mit Süße aus dem alten Fischb. Die Bilder sind auf der Route, die beim Bahnhofsplatz startet und bei einer Junkergasse aufgeführt wird, ausgestellte und mit einem Wissenswettbewerb für Kinder verbundene. Zum Schluss von der Ausstellung Ende Mai kommen die Bilder für Steigrote. Am Dienstagnachmittag hat man im Vatikan 33 neue Schweizer Gardisten vereidigt. Unter denen sind auch zwei Oberwalliser gewesen. Der Martin Kritzer von Fischbertarbino und der David Wier von Unterbachkir und jetzt zur kleinsten Armee der Welt. Der Kanton Wallis hat zusammen mit der Caritas und der Liga für Suchtgefahren einen Leistungsvertrag gegen Spielsucht abgeschlossen. Der Vertrag soll Glücksspielsüchtigen ermöglichen, von der Sucht loszukommen. Auch die Beizer sollen bei einer Bekämpfung von Spielsucht nur für die eine aktive Rolle spielen. Die Finanzierung ist laut dem Staatsrat Jean-Michel Tschina gesichert. Die Lotterie Romande beteiligt sich mit 0,5% vom Bruttoertrag der Gewinnspiele. Als ältester Fußballverein im Wallis feiert der FC Siderschiss 100 Jahre Jubiläum mit verschiedenen Veranstaltungen. Anlässlich einer Programmpräsentation war auch der 112-fache internationale Alain Geiger vor Ort. Neben Fußballturniere und Ausstellungen soll es auch musikalische Events geben. Als Highlight erscheint am 29. Mai ein Jubiläumsbuch rund um den FC Siders. Und damit zum Wetter von den nächsten Tagen. Sättige oder ähnliche Bilder sind am Dienstag auf walliswetter.ch zu sehen. Wie Kollegen sagen, Postkartenwetter. Und das mag sich dann auch haben. Ähnlich wie am Dienstag ist auch am Mittwoch vereinzelte Quellwolken am Himmel. Wegen des Abends kann es lokale Gewitter geben. Die Temperaturen steigen im Höchstwert noch 1 Grad an. So haben wir 24 Grad im Tal, zwischen 13 und 16 Grad weiter im Brief. Die Wetteraussichten für die nächsten vier Tage bieten uns dummerweise nicht viel Abwechslung. Es bleibt schön mit bis zu 26 Grad. Heute Abend auf Tele Oberwallis sehen wir zum ersten Mal die neue Ausgabe vom WB-Talk von dieser Woche. Das waren die Walliser Nachrichten. Einen schönen Abend miteinander.